Hallo, ich bin Carsten. Heute begrüße ich euch aus dem Garten meiner Eltern. Heute gibt es kein Wandervideo. Ich hatte gestern Geburtstag und habe mir ein paar Leute eingeladen. Ich hatte keine Lust zum Grillen, darum gibt es heute Zwiebelsuppe gekocht auf dem Lagerfeuer. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne dabei bleiben und ich zeige euch, wie ich die Zwiebelsuppe koche. Erstmal ein bisschen Margarine auflösen. So, wenn die Margarine ein bisschen zerlaufen ist, dann mal so einfach anfangen, drei Handvoll grob geschnittene Zwiebeln ordentlich braun werden lassen müssen. Schön anbraten. Dauert jetzt ein Momentchen, die Hitze ist noch nicht ganz da, aber es wird gleich werden. So, jetzt fängt es langsam an zu brutzeln. Ich hier müsst ihr hingucken. Mal da rein. Und wenn die ersten Zwiebeln dann ein bisschen Farbe angenommen haben, dann könnt ihr so nach und nach immer mal wieder so ein paar Hände nachschmeißen. Nicht zu viel auf einmal. Und dann auch schön immer wieder umrühren. Aufpassen, dass die Zwiebeln nicht zu schwarz werden. So, und wenn dann eine gute Portion Zwiebel schön braun geworden ist, dann könnt ihr dann einfach den Rest der Zwiebeln nachschütten. Und zwischendurch immer mal wieder ordentlich umrühren, dass euch die Zwiebeln ordentlich anbrennen. So,
So, und so langsam sind die Zwiebelstücke auch alle schön weich. Ich hoffe, man kann durch den Dampf überhaupt was sehen. Das sind jetzt circa 3 Kilo Zwiebeln, die ich hier verarbeite. So, und dazu kommt jetzt erstmal Wasser. Fangen wir erstmal mit 1 Liter an. Den Liter Wasser werden wir jetzt erstmal zum Kochen bringen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Wasser nachgeschüttet. Und zum Würzen mache ich jetzt immer noch Rinderbrühe rein. Man kann natürlich auch Gemüsebrühe nehmen. Und draußen nehme ich dann immer so eine Instant-Brühe. Ist zwar nicht die feine Küche, aber schmeckt trotzdem. Mit den Mengen müsst ihr selber ausprobieren, wie salzig oder wenig oder wie würzig ihr das haben wollt. Jetzt lasse ich sie noch einmal aufkochen und dann sehen wir uns wieder. So, die Suppe ist jetzt so gut wie fertig. Zum krönenden Abschluss kommt da jetzt noch ein bisschen haltbare Sahne rein. So, noch einmal gut umrühren. Dann noch einmal aufkochen lassen und fertig ist die Suppe. So, mein Süppchen ist fertig. Ich würde euch ja gerne mal probieren lassen. Aber das geht ja leider nicht. Heiß ist es, lecker ist es. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr probiert es mal nachzukochen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr es nachgekocht habt, ob es euch geschmeckt hat. Das Ganze kann man natürlich problemlos auch draußen kochen. Mit nur einer Zwiebel statt der Schlagsahne nimmt man dann einfach mal so ein kleines Pöttchen Dosenmilch. Kann man dann ohne weiteres Outdoor auf dem Ofen kochen. Dann möchte ich hiermit mal eine kleine Tagging-Runde starten. Und zwar habe ich mir gedacht, zeigt ihr mir mal, was ihr so draußen kocht, wenn ihr ein paar Leute zu Besuch habt und mal nicht den Grill anschmeißen wollt, beziehungsweise mal nicht einfach eine Bratwurst und ein Stück Fleisch auf den Grill schmeißen wollt, sondern überrascht mich, zeigt mir, was ihr für Ideen habt. Und damit das Ganze als Tagging-Runde auch mal starten kann, nominiere ich als erstes mal Vanessa und Andy von Outdoor Bavaria. Ich denke mal, einer von beiden hat sicherlich eine Rezeptidee. Vanessa sammelt ja Rezepte. Und Andy ist Metzger von Beruf. Da sollten so einige Ideen da sein. Des Weiteren nominiere ich den Papst der Outdoor-Küche, Papa Morpheus, genau, Volker von Frankentrecking. Und
last but not least mal einen etwas unbekannteren Kanal, und zwar den Spaßhase. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Eins fällt mir gerade noch ein. Nächstes Wochenende gibt es kein Video, weil nächstes Wochenende fahre ich in Urlaub. Aber danach wird es dann, denke ich mal, das eine oder andere Video aus dem Harz geben. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss.